26. August. Der feste Grund. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Matthäus 7, Vers 24. Ein weiser Mann wird sein Haus auf Fels bauen. Der Fels, von dem Jesus hier spricht, ist das Wort Gottes, die Bibel. Auf Fels zu bauen, ist gleichzusetzen mit dem Hören des Wortes Gottes und Gehorsam, das heißt, dass unser Leben mit der Schrift übereinstimmt. Nachdem Petrus bezeugte, »Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes«, antwortete Jesus ihm, »Glückselig bist du, Simon, Bar-Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber auch ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen.« Matthäus 16, Verse 16 bis 18. Jesus benutzt hier für Fels denselben Begriff wie in Matthäus 7, Vers 24. Der Fels ist der Grundstein der Offenbarung Gottes, sein Wort. Die Führung, die Petrus von Gott empfing, war so fest und gewiss wie ein Fels in der Brandung. Jedes wahre Christenleben darf und muss einzig und allein auf diesem Fels gegründet sein.